Willkommen bei Bildner TV. Die Prüfungen zu Kauffrau, Kaufmann für Büromanagement stehen an. Ja, und sicherlich eine Herausforderung sind da im Excel-Teil die Funktionen S-Verweis und Wenn. Ja, und wir helfen euch heute hier mit einer Prüfungssituation, in der wir genau diese beiden Funktionen erklären. Also seid gespannt und bleibt dran. Hallo, ich bin der Andi und ich begrüße euch bei Bildner TV, eurem Kanal für praktische Tipps fürs digitale Leben. Ja, und von der Kölner Wirtschaftsfachschule begrüße ich Günther Lenz, unseren erfahrenen Dozenten, Fachbereichsleiter und auch Autor unseres Buches für den Prüfungstrainer. Ja, Günther, was wollen wir uns heute anschauen? Worum geht es heute in unserem Video? Die Prüfungen stehen ja an zu Kauffrau, Kaufmann für Büromanagement. Genau. Was schauen wir uns an? Ich glaube, also es geht eigentlich darum, dass man eigentlich auch diesen Klassiker darstellt. Das heißt, ich möchte in der Prüfungssituation Excel spezifisch auf die Funktion S-Verweis mich beziehen. Das heißt also hier ganz bewusst, wann und wo wende ich halt eben S-Verweis an, wie wende ich das an. Ein paar kleine Tipps dazu und der zweite Klassiker. Auch immer ganz gerne in der Prüfung drin, also eine entsprechende logische Funktion, Verbindung mit Wenn, eine verschachtelte Wenn-Funktion. Anhand eines Beispiels, viele kennen das schon und haben das mit Sicherheit im entsprechenden Unterricht schon kennengelernt, nämlich eine ABC-Analyse und da anhand einer ABC-Analyse dann ja, die logische Funktion, also eine verschachtelte Wenn dann sonst anwenden. Genau, ja, darum geht es. Also zwei Klassiker, S-Verweis und verschachtelte Wenn. Genau. Ja, und diese Prüfungssituation, die könnt ihr auch nacharbeiten in unserem Prüfungstrainer, in unserem Buch. Link dazu findet ihr unter dem Video. Und natürlich alle Dateien, so wie in der Prüfung, ihr bekommt ja Dateien und Handouts, das alles bekommt ihr auch zum Download natürlich auf unserer Webseite und es ist auch nochmal im Buch angegeben. Das heißt, ihr könnt das Ganze auch gerne nachvollziehen zu Hause. Ihr habt die entsprechenden Dateien und ganz wichtig auch die Lösungen natürlich dazu. Genau. Gehen wir in Medias Res und schauen uns doch schon mal die Aufgabensituation an. Genau. Also es geht hier darum, dass man in der Prüfungssimulation eine Aufgabensituation hat. Ja? Okay, hier war vorher schon eine Aufgabensituation zu lösen in Excel, hier kommt eine zweite noch hinterher. Ja. Auftrag erledigt, ja. Jetzt noch ein weiterer Auftrag, das heißt, die Abteilungsleiterin möchte halt eben, dass eine ABC-Analyse zu einer entsprprechenden Warengruppe durchgeführt wird. Immer ein wichtiges oder ein Kriterium, was ab und zu vorkommt, eine Prüfung, ABC-Analyse, da braucht man gar nicht mehr zu sagen. Ja. Und hier steht auch noch eine entsprechende Meinung von der Frau Thielmann, die mit Sicherheit später irgendwo auch nochmal entweder ausgewertet wird und erweitert wird. Sie sei der Meinung, dass in den letzten Jahren, seitdem im Monitor Leseanrecht Gesamtwarenwert bei Bestellungen vorgelegen hätte. Ja, und genau das muss halt eben überprüft werden. Dann habe ich eine entsprechende Aufgabenstellung dazu. Das heißt, hier eine Anlage, in der diese ABC-Analyse durchzuführen ist mit einer entsprechenden Vorlage. Diese Vorlage bitte möglichst genauso erstellen, wie es abgebildet ist. Ja. Hier positionsgerecht und positionsgenau, denn jeder Punkt, der halt eben jetzt hier richtig ist, zählt halt eben zur Prüfung dazu. Es gibt schon mal einen Punkt für richtige Formatierung. Richtige Formatierung, genau. Entsprechend Überschrift, ja, zentriert. Genau. Und was ich halt alles habe, ja, die ganzen, genau, Vorgaben. Die ganzen Corporate Design Anweisungen, die halt eben hier zu beachten sind. Ja, und hier geht es halt eben um diese entsprechende Datei und die entsprechende ABC-Analyse. Und dann natürlich wichtig, die Aufgabenstellung dazu. Das heißt, was soll hier im Einzelnen passieren? Und hier gibt es natürlich dann die entsprechenden Anweisungen, was hier im Einzelnen bearbeitet werden soll. Das heißt, aus dem Ordner Download Vorlagen sollen halt eben die Datei Stammdaten geöffnet werden und die dann unter dem entsprechenden Namen gespeichert. Das soll ein Arbeitsblatt umbenannt werden und dann dieses entsprechende Arbeitsblatt erstellt werden. Also genau das, was ich jetzt eben schon im Vorfeld halt eben auch dargestellt habe. Genau das soll passieren. Das alles bringt Punkte. Jeder Teil, den ich jetzt bearbeite, bringt Punkte. Und
Natürlich muss ich das, sollte ich das bearbeiten. Hier habe ich die Datei schon aufgerufen. Da das Tabellenblatt 7, ja, und mit den Tabellenblättern, die auch jetzt hier Teil dieser entsprechenden Arbeitsmappe sind. Ja, hier gibt es halt eben dann Artikel. Da steht dann Warengruppe 100, Warengruppe 200, 300 und so weiter. Wichtiger Tipp: Man sollte sich in der Arbeitsmappe schon ein bisschen umschauen, was denn jetzt hier Teil dieser Arbeitsmappe ist. Ja, in der Originalprüfung ist das genauso, dass jetzt hier in dieser Datensammlung Lyra steht, welche Mappe und welche Arbeitsblätter verwendet werden müssen. Und da ist der Tipp, schauen Sie sich das ruhig an, was dahinter steht, weil Sie müssen sich auf diese Tabellenblätter beziehen. Also sollte ich auch wissen, was in den Tabellenblättern drin steht. Ganz Das wichtig. hilft natürlich fürs Verständnis auch schon Genau. mal. Ja, ganz genau. Gut, okay. Also hier ganz kurz, ja. Das heißt, wir gehen auf Speichern unter, speichern das halt eben ab. So wie halt eben bei der Prüfung auch. Da steht halt eben, dass hier halt eben BA heißen soll, dann der Name. Der Name und halt eben Originalprüfung noch die entsprechende Prüfungsnummer, Ihre Prüfungsnummer, die halt eben dort eingestellt wird. Speichern. Ganz wichtig, das halt eben möglichst früh zu machen, weil es gibt nichts Blöderes, was passieren kann, als nicht gespeichert. Und deswegen auch hier schon relativ schnell der Tipp dazu, dass man das speichern sollte. Ja, und natürlich, wenn ihr einen Teil geschafft habt, dann sofort wieder speichern. Also ihr könnt gar nicht oft genug speichern, Genau. denn stellt euch vor, ihr arbeitet eine Stunde und dann stürzt es ab und alles ist weg. Ja, ihr werdet keine extra Stunde bekommen, sondern dann habt ihr eine verlorene Stunde. Und wenn ihr speichert und es sind nur 5 Minuten weg, dann sind es halt nur 5 Minuten. Genau. Gut. Okay. Also jetzt hier noch, wie gesagt, das Arbeitsblatt soll erleben heißen Analyse. Analyse, ja. Warengruppe 300. 300. So, da ist der Form nach zu verwenden. Und dann habe ich hier meine Aufgabenstellung. Das heißt, ich habe hier eine Artikelnummer. In der Aufgabenstellung steht halt eben ganz bewusst halt eben dahinter. Schauen wir uns auch mal ganz kurz an. Übernehmen Sie in den Spalten C, D und E zu den aufgeführten Artikelnummern mit geeigneten Formeln bzw. Funktionen aus dem Arbeitsblatt Artikel Kurztext, Bezugspreis 1 sowie die Jahresbestellmenge. So, sowas ist eigentlich immer ein Indiz darauf, dass man so etwas übernehmen soll. Ja, das heißt also, ich soll einen Artikel bezeichnen und Kurztext übernehmen aus einer anderen Tabelle raus. Der entsprechende Suchkriterium ist die Artikelnummer, also ein ganz, ganz starkes Indiz auf S-Verweis. Ja. Und genau das ist halt eben hier das Thema. Das heißt also, ich soll halt über S-Verweis dann die entsprechenden Kurztexte übernehmen. Machen wir auch jetzt hier, indem man halt eben jetzt den S-Verweis auswählen. Auch hier zuletzt verwendete Funktionen bei der Prüfung bitte auf alle gehen, weil oftmals so ist, dass man Prüfungsrechner noch keine S-Verweis verwendet hat und deswegen das nicht zu finden ist. Ja, also sollte ich halt eben jetzt hier innerhalb der Suchfunktion auf S-Verweis schalten. S-Verweis, dann diesen Klassiker. Das Suchkriterium ist die Artikelnummer. Die Artikelnummer ist eigentlich so, dass sie jetzt hier eben aufgeführt ist, dass mein Suchkriterium darstellt. Die Artikelnummer muss in der entsprechenden Matrix-Tabelle innerhalb der ersten Spalte stehen. Das heißt, wir wählen also jetzt hier auf die Artikeltabelle, wechseln da drauf, geben jetzt die entsprechende Matrix-Tabelle an. Das ist meine Matrix-Tabelle. Ja. Und denkt dabei, nehmt bei der Tabelle alles mit, denn ihr werdet ja später auch mehrere Spalten brauchen. Ja, Deswegen genau. nicht, wenn ihr seht, oh, das ist in der dritten Spalte, dann markiere ich auch bloß bis zur dritten Spalte. Nehmt gleich alles mit. Genau. Das ist ein Tipp, wirklich dann die komplette Matrix zu nehmen. Deswegen heißt es ja Matrix. Ja. Und absolut setzen auch ganz wichtig. Ja. Damit ich die Formel halt eben dann auch kopieren kann. Und der Spaltenindex heißt, wo steht halt eben jetzt meine entsprechende Information? Die steht halt eben in der Spalte 2. Das heißt also jetzt hier, ich gebe halt 2 ein für den Spaltenindex und halt eben zum Schluss eine genaue Übereinstimmung oder ungefähr, also von bis. Ja. In dem Falle halt eben eine genaue Übereinstimmung, also geben wir eine wieder falsch. Ja. Oder geben ein eine 0, was halt eben das gleiche darstellt wie falsch. Und dann übernehme ich das. Und schon habe ich meine entsprechende Bezeichnung.
und kann diese halt eben jetzt hier runterkopieren. Und eigentlich ist ja jetzt hier meine Kurztext auch dargestellt. Ja. Ja, und ich denke, sowas wie eine Seriennummer, eine Artikelnummer oder auch Text ist eigentlich immer ein Indiz für eine exakte Übereinstimmung, ja, die vernehmen genau, muss. Genau. Mhm. Richtig. Ja, das heißt also ganz, ganz klassisch. Ja. Kundennummer auch wieder immer sehr häufig genommen. Personalnummer, ja, Personaldaten übernehmen. Also immer ein Indiz dafür, dass man eben sehr häufig halt eben S-Verweis verwendet und halt eben auch genau Übereinstimmung. Ja, genau. Beim Bezugspreis 1, der steckt halt eben dann in der Spalte 4. 1, 2, 3, 4. Ja. Und das Schwierigste hier dran ist halt eben jetzt hier die Jahresbestellmengen zu erkennen. Ja, da steht die Menge pro Jahr. Das ist in der letzten Spalte. Da ist die Herausforderung natürlich zu wissen, welche Spalte ist das. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Also wer zählen kann, ist klar im Vorteil. Genau. Ja. Für Spalte D und E füllt Günther das jetzt analog aus, genauso wie gerade eben, nur dass der Zeilenindex halt, wie gerade gezeigt, 4 und 17 ist. Ja, und dann folgt eigentlich schon die nächste Aufgabe. Genau, die nächste Aufgabenstellung, damit man die ABC-Analyse auch durchführen kann, ist halt eben den Gesamtwarenwert zu berechnen. Ganz einfache Formeln, dass man sagt, die Jahresbestellmenge mal den entsprechenden Bezugspreis 1. Dann haben wir unsere Gesamtwarenwerte, ja, und können das natürlich nach unten kopieren. So, da unten habe ich auch noch entsprechende Summen zu bilden. Das machen wir auch mal ganz schnell. So, Summe, haben wir unsere Summen, ja, mit entsprechender Trick, dass halt eben da auch die Summen da gebildet werden, wo sie hin sollen. Die Prozentwerte in Prozent vom Gesamtwarenwert in Jahresbestellmengen, das spare ich mir jetzt etwas. Ja, weil wir wollen ja ganz bewusst auf unsere ABC-Analyse zu sprechen kommen. Mhm. Und demzufolge haben wir hier unsere Werte. Das heißt, dass halt eben hier aufgeführt ist. A ist es dann, wenn halt eben der Gesamtwarenwert, Warengruppe, Hardware ab 80.000, also größer gleich 80.000 ist, dann ist es Klasse A. Ja? Wenn es größer gleich 45.000 ist, dann ist es B und ansonsten C. Das ist eigentlich das, was dahinter steckt. Genauso wird das auch in der Aufgabensituation aufgeführt sein. Schauen wir uns mal an, was da steht. Ja. Und hier steht auch nichts anderes, als führen Sie in Spalte L über die Hilfstabelle die ABC-Analyse durch. Da muss gar nichts mehr dazu stehen extra, sondern das ist ein Schulthema und demzufolge braucht man da nicht weitere zu erstellen. Da muss man automatisch drauf kommen, dass man hier die ABC-Analyse durchführen muss. Und das Ganze über eine verschachtelte Wenn-Ansonst-Funktion durchführt. Ja. Sind es in der Prüfung dann meistens bloß 3 Kriterien oder können es auch mal 4 oder 5 sein? Nein, ABC-Analyse ist immer ABC. Ah, okay. Ja, es gibt nicht gut mehr. Okay. Das heißt, wir gehen unserer klassischer Funktion der Wenn-Ansonst-Funktion an. Zuletzt verwendet hier, nehme ich jetzt einfach mal in dem Falle Wenn. Ja. Und wenn ich sage, wenn der Wert in F8 größer oder gleich 80.000 ist, das klicken wir an, ja, weil ich halt eben dann mich ganz bewusst auf diese Tabelle beziehe, auf diese Hilfstabelle mit F4 absolut setzen. Wenn das so ist, dann ist es A mit F4 festlegen. Sonst, ich brauche jetzt mal eine zweite Wenn-Funktion, das heißt eine Verschachtelung. Wir haben noch 2 Kriterien übrig. Genau, das heißt, ich muss jetzt nochmal jetzt auf Wenn-Funktion schalten. Wenn ich jetzt sage, wenn der Wert in der Zelle F8 größer oder gleich 45.000 ist, auch wiederum absolut setzen, dann ist es B. F4 absolut setzen. Und jetzt bleibt ja nur noch ein einziges Kriterium übrig. Bleibt nur noch C übrig. Das heißt, wir geben jetzt die entsprechende Zelle an C und setzen das absolut. Und somit haben wir das gelöst. Wenn ich das mit OK bestätige, habe ich jetzt meine ABC-Analyse durchgeführt. Kontrollieren wir. Größer gleich 80.000, also A. Ja, und wenn ich das jetzt runterziehe, dann ist es halt eben so, dass an bestimmten Stellen natürlich dann diese ABC-Analyse durchgeführt wird. Ja, da steht 50.000, richtig, ja, gehört zu B. Da steht 41.000, C kategorisiert. Und damit habe ich den Teil auch erledigt.
und auch gelöst. Ja, und absolut habe ich meine entsprechenden Zellen ja gesetzt, damit ich das nach unten automatisch ausfüllen kann. Ja, genau, richtig. Was halt eben hier sehr, sehr häufig ja, auch zum Punktabzug führt, ist, es gibt sehr, sehr viele Schüler, die halt eben dann hinschreiben, ja, wenn das größer gleich 80.000 ist, dann A und tippen das halt eben dann händisch ein. Ja. Also ich muss Das den Wert ist aus der Zelle aus holen. der Hilfstabelle. Ja. Wenn ich sowas angegeben bekomme wie die Hilfstabelle, dann möchte die IHK bzw. die entsprechende Kommission, die die Prüfung aufstellt, auch, dass man aus der Hilfstabelle heraus die Tabelleninformationen übernimmt. Ja. Ist ja auch für mich jetzt als Excel-Mensch ja eigentlich auch das Elegantere, dass ich Ja. das gar nicht in die Formel mit reinschreibe, sondern dass das aus der Zelle geholt wird. Genau. Genau das. Und genau das, darum geht es eigentlich hier bei dieser Aufgabenstellung, wenn man sich das jetzt so ein bisschen genauer anguckt, ja, zum Schluss. Ja, dass man jetzt hier diese ABC-Analyse durchführt und genau bis zu diesem Punkt 2.8 kommt. Das war auch Teil dieses Videos und halt eben ganz bewusst halt eben darauf hinzuweisen. Wie gesagt, diese Prozentwerte hier, das spare ich mir jetzt. Das ist eigentlich geht's nichts anderes als eine entsprechende Prozentrechnung. Das sind wie viel Prozent von dem und das sind wie viel Prozent von dem. Das ist mir jetzt einfach zu banal. Ja, Und falls es euch trotzdem genau. Probleme macht, dann schreibt es uns einfach in die Kommentare. Dann helfen wir euch natürlich gern weiter oder machen vielleicht sogar dann nochmal ein extra Video dazu. Ja, und weitere Prüfungsaufgaben oder Prüfungssituationen findet ihr natürlich auch in unserem Prüfungstrainer. Und wir machen ja auch noch ein paar weitere Videos, die euch bei den jeweiligen Prüfungssituationen helfen sollen. Die findet ihr natürlich in unserer Playlist oder ganz einfach abonniert ihr uns, dann verpasst ihr keines der folgenden Videos. Ja, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei dir, Günther. Ja, bitte gerne. Und wir sehen uns im nächsten Video bei Bildner TV. Ciao. Ja, tschüss.